Herzlich willkommen bei der Rechnungsadministration im Billing Management. Die Mehrwertsteuersätze. Achten Sie bei der Videoeinstellung auf 720p HD und schalten Sie hier auf Fullscreen für beste Qualität. Melden Sie sich auf Ihrer Website an. Gehen Sie dann hier über die Administration in die Lasche Billing Management, zu Deutsch Rechnungsadministration, und hier in die Lasche Mehrwertsteuer. Hier können Sie verschiedene Mehrwertsteuergruppen bezogen auf Produkte in Ihrem Shop definieren. Und jede Mehrwertsteuergruppe beinhaltet Gruppen von Regeln, die es erlaubt, die Mehrwertsteuergruppe nach einem Land zu definieren. Hier bekommen Sie weitere Informationen. Sie können jederzeit eine weitere Gruppe hinzufügen und definieren dann den Namen und eventuell Details einer Gruppe. Anschließend können Sie hier den Namen oder die Details ändern und das Ganze aktualisieren. Oder jetzt zusätzlich Regeln erstellen. Auch dazu sehen Sie hier Informationen. Wir gehen nochmal zurück auf die Übersicht. Wir haben hier ja schon Gruppen definiert als Standard und ermäßigt. Und hier über Details können wir diese verändern. So wie beim Erstellen neuer Gruppen können wir hier jetzt Regeln hinzufügen oder verändern. Wir haben definiert eine Lieferung von Deutschland nach Deutschland mit 19% Mehrwertsteuer und von Deutschland in alle anderen Länder 0%. Nochmal zurück. Bei dem Ermäßigten haben wir definiert die 7% innerhalb von Deutschland. Wenn wir eine neue Regel hier definieren, wählen wir aus, von wo. Wir gehen jetzt davon aus, hier von Deutschland wollen wir liefern. Zum Beispiel innerhalb von Deutschland und tragen dann hier ein 19% Regel hinzufügen. Von Deutschland in alle anderen Länder heißt Stern mit 0%. Von Österreich nach Österreich und so weiter. Sie können jede Art von Regel hier erstellen. Hier sehen Sie den Hinweis bei Exportrechnungen mit 0% Mehrwertsteuer. Wir gehen nochmal in die Details unserer Testgruppe. Priorität hat immer die Regel, die oben steht. Sie sehen das auch hier in dieser Info. Wenn zwei Zeilen mit Regeln eingetragen sind, können Sie die Regeln nach oben oder unten verschieben. Priorität hat immer die oberste Regel. Hier mit diesen Pfeilen könnten Sie zum Beispiel diese Regel nach unten schieben oder wieder nach oben mit diesem Pfeil. Es wird erst die erste Regel abgeprüft und dann die zweite. In diesem Falle bedeutet das mit diesem Stern, alle Länder ausgenommen Deutschland haben 0% Mehrwertsteuer, weil die Regel ja zuerst definiert wurde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.